Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer nächsten Folge Bauchfit mit mir, Annette von Syltfit. Ihr seid hoffentlich schon ein bisschen warm, wir brauchen eine Matte, ein bisschen Platz und wir legen auch direkt los. Wir kommen einmal in die Sitzposition, das heißt, ihr streckt einmal die Beine aus, zieht die Zehenspitzen zu euch ran, die Schultern sind tief und jetzt kommt ihr einmal über eure Bauchspannung ein bisschen nach hinten und eure Arme sind auf Schulterhöhe. Das ist unsere Grundposition. Immer wieder, wenn ich sage Grundposition einnehmen, kommen wir hier ran. Denkt an die Zehenspitzen. Und wir fangen jetzt erstmal an mit 20 Sekunden nur pumpen. Komm so weit wie möglich nach hinten über deine Bauchspannung und halte hier. Deine Handflächen gehen nach unten und du pumpst. Vergiss das Atmen nicht und du hältst hier die Spannung. Du kannst ja auch einmal kurz mal ein bisschen kontrollieren mit einer Hand, ob hier wirklich die Spannung drauf ist. Jawohl. Halte und komm, pumpen. Pumpen, pumpen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Einmal lösen. Wir kommen einmal in die Rückenlage. Leg dich einmal hin, nimm die Arme zur Seite und winkel einmal ein Bein im rechten Winkel ran. Das andere streckst du weg und wir kommen ja nur in ein Wegschieben und Ranziehen. Wegschieben und Ranziehen. Lass deinen Oberkörper liegen. Versuch hier nicht ins Hohlkreuz zu gelangen, sondern drück den unteren Rücken nach unten auf die Matte. Und auch hier noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte, einmal lösen. Halte dich einmal in der Kniekehle fest, komm wieder zurück in die Grundposition. Das heißt, Beine wieder strecken, Zehenspitzen ran. Du kontrollierst hier wieder, dass du die Spannung drin hast, kommst ein bisschen nach hinten mit dem Oberkörper. Nimmst deine Arme nach vorne und jetzt kreisen wir einmal mit den Armen einen wunderbaren Kreis. Genau. Das heißt, mal hier einen Kreis mit deinen Händen, halte dich über dem Bauch. Jawohl. Und schön halten und atmen. Sehr schön. Noch 4 in diese Richtung. Noch 3. Noch 2. Und der letzte hier einmal halten in die andere Richtung. Wunderbar. Lass die Schultern unten von den Ohren. Immer noch schöne Spannung auf dem Bauch. Und halte. Noch 4. Noch 3. Noch 2 und der letzte. Einmal lösen. Wunderbar. Wir kommen von hier aus einmal über den Vierfüßler in den hohen Liegestütz. Das heißt, ihr setzt einmal die Füße auf, hüftschmal, Handgelenke unterhalb der Schultern und wir halten hier nur. Nur halten. Komm, lockere 20 Sekunden, nur halten. Keine Bewegung, keine Rotation. Der Bauch ist fest. Halte und halte. Atme weiter und komm. Nur halten. Noch 8. Lächeln dabei. Noch 7. Jawohl. Noch 6. Zieh den Bauchnabel ein. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und der letzte. Wunderbar. Einmal kurz hier in eine kurze Dehnung kommen. Einmal rundrücken. Einmal überstrecken. Und zurück zur nächsten Übung. Einmal auf den Popo stellen. Setzen wieder in die Grundposition. Das heißt, Beine wieder gestreckt. Zehenspitzen wieder rangezogen. Und du kommst hier wieder nach hinten über die Rundrückenposition. Hältst die Arme nach vorne. Und jetzt geht der rechte Arm, geht einmal nach hinten zur Seite raus. Du kommst wieder ein Stückchen nach hinten und kommt wieder vor. Und komm, geh raus und vor. Raus und vor. Raus und vor. Noch 8. Hier kannst du den Oberkörper ein bisschen mitnehmen. 7. Nach hinten. 6. Und 5. 4,
Drei, vergiss das Atmen nicht. Noch zwei. Und der letzte hier. Und einmal lösen. Wunderbar. Komm auf den Rücken. Nimm die Arme wieder zur Seite. Wir kommen mit den Beinen einmal nach oben. Und wir kreisen jetzt quasi mit den Beinen hier einmal in die eine Richtung. Versuch den Oberkörper schön liegen zu lassen. Wenn die Beine zu dir rankommen, beziehungsweise den Kreis zu dir malst, löst du minimal ein bisschen den Popo von der Matte. Versuch oben entspannt zu bleiben und nur aus deiner Bauchmuskulatur zu arbeiten. Und komm. Noch vier in diese Richtung. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte hier. Halte an und dreh einmal in die andere Richtung. Genau. Versuch die Knie fast durchgedrückt zu lassen. Zieh die Zehenspitzen ran und arbeite aus deiner unteren Bauchmuskulatur. Jawohl. Und immer wenn die Beine zu dir rankommen, atmest du aus. Noch acht. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Einmal lösen. Einmal in der Kniekehle festhalten. Komm zurück in unsere Grundposition. Wir setzen uns wieder hin. Ziehen die Zehenspitzen wieder zu uns ran. Schultern sind tief. Du kommst wieder über die Rundrückenposition. Ein Stückchen nach hinten. Hast hier Spannung drauf. Deine Arme kommen nach vorne. Zieh auch hier die Fingerspitzen einmal zu dir ran. Und jetzt ist der linke Arm dran. Du gehst einmal nach schräg hier oben raus und kommst wieder vor. Nimm den Rücken hier noch ein bisschen mit über deine Bauchspannung. Jawohl. Und komm. Sehr gut. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Halte dich, komm. Drei. Zwei. Und der letzte hier. Wunderbar. Halte dich auch hier wieder in der Kniekehle fest. Komm einmal in die Rückenlage. Nimm einmal ein Fußgelenk oberhalb des anderen Knies abgelegt von dem einen Bein. Nimm deine Hände ein bisschen an die Ohren. Löse ein bisschen Kopf und Schultern von der Matte. Und jetzt ziehst du quasi nur einmal den Popo nach oben. Bisschen Schwung nehmen kannst du, kein Problem, aber nicht ganz so viel. Komm nicht in so eine Schaukelposition. Bleib hier oben und zieh einmal hier hoch. Und komm, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und der letzte. Wunderbar. Auch hier wieder festhalten. Grundposition. Okay. Beine wieder lang. Zehenspitzen wieder ran. Runder Rücken. Du kommst nach hinten, hältst dich über deinen Bauchmuskulatur. Deine Schultern sind tief. Nimm die Arme einmal nach vorne und wir fangen an mit dem rechten Bein. Heb das rechte Bein und du ziehst einmal das Knie zu dir ran und kommst mit Knie zur Brust und die Ellenbogen gehen nach hinten und wieder raus. Ran. Und raus. Ran. Und raus. Jawohl. Halt dich. Komm. Versuch dich immer ein Stückchen nach hinten zu lehnen. Aber ganz wichtig, über deine Bauchmuskulatur. Nicht in den Rücken gehen. Wenn du im Rücken Schmerzen hast, merkst du, dass du nicht über den Bauch dich hältst, sondern über den Rücken. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier, drei, zwei und der letzte auch hier. Ab zurück in die Rückenlage. Wir haben noch einmal Becken heben, zweite Seite. Setze nun einmal hier das Fußgelenk oberhalb des anderen Knies ab. Komm mit dem Bein nach oben. Roll Kopf und Schulter ein bisschen von der Matte auf. Halte dich hier so ein bisschen im Nacken gestützt. Und jetzt geht auch hier deine Hüfte nach oben. Das heißt, Ziel ist so ein bisschen, dass das obere Bein, der obere Fuß in Richtung Decke geht. Ja? Jawohl. Und komm.
hoch und tief, hoch und tief. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 noch. Wunderbar. Halte dich wieder fest. Komm zurück in den Sitz. Grundposition. Beine sind lang, Zehenspitzen ran. Wir haben die andere Seite noch mit dem Knie ranziehen. Also Arme einmal wieder auf Schulterhöhe. Löse einmal jetzt das linke Bein. Und jetzt ziehst du das Knie zur Brust ran und kommst mit den Ellenbogen nach hinten. Genau. Jawohl. Sehr schön. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr schön. Roll wieder ab in die Rückenlage. Setz einmal deine Füße recht eng aneinander auf. Du hast ungefähr eine Fußlänge Platz vom Popo zu deinen Füßen. Hände liegen entspannt auf der Matte. Und jetzt kommen wir einmal mit der Hüfte nach oben in die Schulterbridge. Komm ganz gerade hoch. Du hast hier eine Linie mit Oberschenkel und dem Oberkörper und kommst wieder tief, legst aber nicht mehr ab. Zieh hoch und tief und hoch und tief. Wenn du deine Knie aneinander drückst, die Oberschenkel aneinander lässt, dann merkst du, dass das die Intensität noch ein bisschen verstärkt. Ja, komm hoch, spann den Popo auch an, aber du merkst auch hier wunderbar, wie du über deine Bauchmuskulatur quasi die Hüfte nach oben ziehst. Sehr schön. Und komm, noch 8, 7, ausatmen, wenn es nach oben geht, 6, 5, noch 4, 3, 2, und der letzte einmal oben halten, nur halten. Drück nochmal die Knie aneinander. 8, 7, 6, 5. Popo zusammenkneifen. 4, 3, 2. Und einmal ganz langsam hier abrollen, Wirbel für Wirbel, bis dein Steißbein auf der Matte liegt. Wunderbar. Halte dich einmal in der Kniekehle fest. Wir kommen zurück in unsere Grundposition. Beine wieder lang. Zehenspitzen wieder ranziehen. Wieder Spannung hier drauf. Genau, auf deine Bauchmuskulatur, Schultern sind tief. Lass die Arme hier vorne, als ob du dich auch imaginär hier festhältst. Und jetzt nimmst du dein rechtes Bein, der Fußspitze geht ein bisschen nach außen und wir kommen hier einmal nur nach oben und nicht mehr ablegen. Zieh das Bein nach oben und tief. Ja, als ob du so ein V, sozusagen ein halbseitiges V malst. Jawohl. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, halte dich, 2 und der letzte hier. Sehr gut. Von hier aus kommen wir einmal über den Vierfüßler in den Ellenbogenstütz und halten hier einmal ganz locker für die letzten 30 Sekunden. Nur halten und atmen. Zieh den Bauchnabel ein. Jawohl, halte. Und halte. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und wir kommen zur letzten Übung von heute. Nochmal in die Grundposition. Beine nochmal lang, Zehenspitze ran. Und Spannung in den Bauch. Und jetzt ist das andere Bein einmal dran. Fußspitze geht nach außen. Und komm, nur einmal heben. Genau, und wieder zurück. Denk dran, nicht mehr das Bein abzulegen. 8, 7, komm, halte durch. 6, 5, die letzten. 4, noch 3. Und die letzten. 2 und der allerletzte. Jawohl, super. Einmal kurz in die Rückenlage kommen, Beine strecken, Arme strecken, einmal richtig rausziehen, tief in den Bauch einmal einatmen und wieder aus. Jawohl.
Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr spürt auch so ein bisschen, wie es ein bisschen brennt. Toll, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt Syltfit, eure Annette.